Wee. Ach scheiße, ich glaube, wenn das bitte noch angucken kann. Aber ich glaube, das sind Hauptdaten hier oben. Das sind aber kleinere Daten. Ich glaube, das zeigt ja so ungefähr an, wo es ist. Ja, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, sich ordentlich umzugucken, ne? Was nicht irgendwie so ein Cursor, damit du weißt, wo du lang musst. Ich glaube, das ist halt einfach so hier. Such dir deinen eigenen Weg, Kollege. Huch. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemand namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die oberen Ebenen zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen, seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber es wird später wahrscheinlich nützlich. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns der Wächter erzählt hat. Ja, also. Achso, das war ja bloß. War das hier bloß ein Sammelobjekt oder? Nee, war es nicht. Notenblatt. Ah, ich wusste, kann man den Musiker bringen. Das ist immer locker, immer cool. Das würde ich gerne auf der Gitarre hören. Dazu müssen wir erstmal zu diesem Musiker-Dude wieder hin. Wo wir da auch wieder so hochkommen würden, also so ist es nicht. Da kann ich auch noch was machen, oder nicht? Übersetzen. Neko-Pflanzen wachsen im Dunkeln. Du brauchst die Sonne nicht, um die Natur zu genießen. Neko. All die verqueren Sachen passieren. Immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der die Tür öffnen kann. Oh ja, jeder. Ihr kennt dieses Symbol. Das sind die Außenweltler. Sie leben oben in der oberen Etage dieses Bezirks. Du kannst wahrscheinlich mit Mo darüber reden. Also der alte Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technik. Wie kann den lesen? Das ist ein schönes Bild, gefälscht, aber schön. Ich habe gehört, dass der Torschhändler noch so nach sowas sucht. Notenblatt, ich spiele kein Instrument, tut mir leid. Wow.
Er muss auf der Straße liegen, gell? Und am nächsten Tag hatten die Zirkus komplett aufgefressen. Ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Ja, nee. Ja, ein bisschen wie die Animal Crossing Viecher, wenn sie reden. Ah, da kann ich auch noch rein. Notenblatt nehmen. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Etage 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Ja. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmen. Meinst du, ich sollte mal etwas davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Ah, noch ein Erinnerungsstück. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Vielleicht haben sie gesagt, wir sollten mit. Ja, alles klar. Ich will mich umgucken, eine spannende Katze. Katzen gucken sich gerne um. Willst du etwas? Ja. Oh, ja, okay. Okay, ja, ich würde sagen, das ist dasselbe. Musik ändern. Oh nein, was kann ich für dich tun? Ich glaube, so viel kann ich von denen nicht rauskriegen. Okay, alles klar. Ups. Übersetzt. Jakob, Mitarbeiter des Monats September XX27. Du siehst ein bisschen aus wie ein Zirk, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus, hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen, diese Dinger knabbern sich durchs Metall. Sie sind furchterregend. Okay. Oder haben wir schon von denen gegessen? Oh, gut. Ja, das ist wieder. Ah, ne, ich dachte gerade, ich kann da rein. Bitte sei nicht so kindisch, ich werde dir nicht wehtun. Digga, das ist eine Katze, was erwartest du? Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Fahrbeimer fallen, sonst. Wird Cosma sauer. Cosma sauer. Ah. Die beiden doch. Bist du einer der Störenfriede, die auf dem Dach mit Fahrbeimern spielen? Hab mit der Farbe, ich bin es satt wegen eurer Schweinerei, meine Treppen zu putzen. Ach so. Katze kündigt sich an. Ah ja, hier ist ja Pist. Ja, sieht freundlich aus. Wohin?
Kollege, wohin? Vorsicht, ich muss mich konzentrieren, ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Ups. Wieso hat den das Miauen gerade abgelenkt? Scheint ihn ja richtig abgelenkt zu haben, ey. Na, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder runter gucken. Oh, Scheiße, das ist ja widerlich. Ja, da muss Stufe runter. Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu schwingen, du tollpatschiger Racker. Alles klar. Ah, wo sind wir denn hier gelandet? Rede in einem Waschsalon. Hier irgendwas Cooles. Ach, super Spiritus. Reinigungsmittel. Ja, super Spiritus sieht sehr wertvoll aus. Bestimmt können wir sie hier mit jemandem tauschen. Ob wir das herausfinden, mit wem wir tauschen können, ist die andere Sache. Bezweifle ich bisher sehr übersetzen. Ankündigung, ich bin auf der Suche nach Notenblättern. Um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Alles klar. Ich habe schon zwei. Boah, Licht bitte. Ruhe in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Na, dann haben wir mitgefunden. Piep, piep, boop, 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 boop. Moin, Speed Energy. Wo kann man denn überall langlaufen? Ist ja ein halbes Open World Game. Fühlt sich zumindest ein bisschen so an. Wie eins. Weißt du, okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nicht zurückzufahren. Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein oder die Zeit ist schon seltsam? Oder? Die Zeit ist schon seltsam, so ist es mal richtig. Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein. Halt einmal. Veralter nicht, wie unsere Vorfahren, die weiter.